bin der technische Geschäftsführer von der Lieber Software GmbH in Wien. Wir sind wie jedes Jahr auf der Embedded World gemeinsam mit Spark Systems, um Erweiterungen rund um Enterprise Architect zu zeigen, die es der Embedded-Kundschaft ermöglicht, das Tool effizienter einzusetzen. Aus meiner Sicht ist unser Highlight auf dieser Messe die neue Version von Embedded Engineer, die jetzt auch ein Lauterbach-Debugger unterstützt. Diese ermöglicht es einem aus UML-Zustandsautomaten Code zu generieren für ein Ziel, für ein Target, und auf der anderen Seite kann ich dann auch im Modell debuggen. Sehr viele Tools ermöglichen es nicht, gut mit dem Modell zu debuggen. Und das braucht man aber, um Feedback zu bekommen und zu verstehen, dass man, dass das, was man modelliert ist, auch wirklich das ist, was man ausführt. Eine Besonderheit von unserer Lösung ist, dass man es auch in laufenden Projekten einführen kann. Also man muss nicht auf ein neues Projekt warten und mit einem Big Bang eine neue Technologie und ein neues Projekt starten. Man kann es auch in einem laufenden Projekt einsetzen. Und eine weitere Besonderheit ist, dass es mit unseren Hardware-Debugger-Partnern, eben Lauterbach, PLS und iSystem, ermöglicht, wirklich aus dem Modell bei Hardware-Breakpoints auf dem Target stehen zu bleiben. Der Anwender hat eine durchgängige Werkzeugkette und die ihm auch Feedback gibt, ob das, was er modelliert ist und woraus Code generiert wurde, das ist, was er dann tatsächlich erwartet am Target. Der Schwerpunkt von Lieber ist nicht der Vertrieb des Softwareprodukts Enterprise Architect, sondern dass wir kundenspezifische Anpassungen und Lösungen basierend auf dem Standardprodukt Enterprise Architect umsetzen.